Ja, ihr Lieben, ich muss heute einen zweiten Teil bringen der Präsentation. Ich glaube gar nicht mal, dass ich heute so blöd war, obwohl das kann mir schnell bei der Technik passieren, aber heute glaube ich, war der Apparat so blöd oder er hält einfach die Hitze nicht aus. Ihr habt schon gemerkt, wie ich am Wackeln war, weil ich zwischendurch ausschalten musste. Und das ging einfach nicht. Und dann hat er ganz abgeschaltet. Das ist wirklich sehr ärgerlich immer. Es macht mich wütend. Jetzt komme ich also mit einem zweiten Video durch. Hoffentlich könnt ihr diese beiden Videos miteinander in Zusammenhang verstehen. Hier sitze ich jetzt auf einer Bank, wo wir sonst immer gemeinsam sitzen. Ja, also ich will jetzt nicht so trübsinnig sprechen und so weinerlich sein. Das kennen wir ja alle, dass wir nicht immer alles so geschenkt bekommen, wie wir es möchten. Ich habe mir so einen kleinen Zettel heute mal zurechtgemacht, damit ich wirklich konkretere Anhaltspunkte habe. Da ist es also mit Überschrift allein im Botanischen Garten. Ja, das wisst ihr jetzt schon. Heute am 10. Juli, Freitag. Auch das letzte Video ist bei euch gut angekommen, wie ich feststellen durfte. Ja, ich habe mir auch recht viel Mühe gegeben. Aber meine manchmal sehr gestellte Schreiberei wird wohl nicht für jedermann so akzeptabel, so angenehm sein. Aber ich habe das immer wieder an mir. Natürlich schreibe ich nicht nur so, aber immer mal wieder habe ich richtige Lust, in dieser Weise zu schreiben. Nun, bei meinem Spaziergang hier kann ich natürlich jetzt ein bisschen ungezwungener reden. Da habe ich mir nicht vorgenommen, dass das jetzt so besonders die Sprache ist, die eben ja natürlich auch etwas Feierliches hat. Etwas Pathetisches, wie man sagt, aber eben auch immer wieder gestelzt ist. Und in der heutigen Zeit ist sowas schon gar nicht angesagt, aber das interessiert mich nicht. Also, meine Zuschauer interessieren mich schon, was die möchten oder nicht möchten, aber die Zeit interessiert mich nicht. Ja, das Thema Gut und Böse, ihr Lieben, das betrifft uns alle. Betrifft uns alle. Unter dem habe ich gerade gesessen, unter diesem Baum. Amerikanische Linde, Kanada, USA. Also die Jacquard-Gasse, die Häuser der Jacquard-Gasse, sehr, sehr schöne Straße, natürlich auch sehr schöne Wohnungen. Ich kannte ursprünglich so einige noble Aristokraten, die hier wohnten, weil es auch das Viertel von ihnen war und teilweise noch ist. Aber die jungen Leute, die sind dann meistens unterwegs in der ganzen Welt und die trifft man dann hier nur noch sehr selten an. Um uns ist das Gut und das Böse. Und es ist auch in uns das Gut und Böse. Der Blick mancher Menschen beim Anhören fremden Glückes ist häufig erschreckend aggressiv.
Kennt ihr das nicht auch? Vielleicht hat man einen solchen Blick selbst mal ausgesandt. Ich will da gar nicht so tun, als wenn ich nur gut wäre. Natürlich nicht. Es ist ein Dipol. Alles auf unserer Welt ist leider zweischneidig. Da können wir machen, was wir wollen. Der Freiherr von Jacques hat so in der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts diesen botanischen Park begründet. Hier haben wir wieder die Begrenzung durch die alten Ziegelsteine. Gucken wir nochmal auf den Doppeladler. Ja, hier ist nach wie vor vieles bei dem Doppeladler. Auch in den Menschen hat sich so manches erhalten. Es besucht mich gerade noch eine Wespe. Die brauche ich natürlich schon gar nicht. Man kann es nicht gut sehen, glaube ich. Da drüben ist schon ein etwas ausgewaschenes Bildnis. Feiern von Chakra. Ein Ganzkörperbildnis. Also man gibt sich an vielen Stellen, bei vielen Details sehr viel Mühe und zeigt sehr viel Liebe hier in Wien, in Österreich überhaupt. Das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Strauß, der Gefiele der Lenatschka bestimmt auch sehr von seiner auch gerade zarten violetten Farbe. Schaut nur, wie kann ich es gut genug reinbringen. Ich habe ja da von ihr schon so manches lernen dürfen, weil sie so wunderschöne Naturfilme macht und es viel besser schafft, die Blumen wirklich gut sichtbar ins Objektiv zu bringen. Ja, also in diesen Strauch kann man sich wirklich verlieben. Und wie heißt er eigentlich? Strauchpappel. Strauchpappel steht da unten. Griechenland, Kreta, Sizilien. Labatera, Rionifolia. Also der gefällt mir. Von dem kann ich mich gar nicht so richtig loslösen. Gar nicht so richtig loslösen, wie ihr merkt. Und die Wespen und diese kleinen Hausbienen, die hier auch wohnen, in einem extra Haus, die sind natürlich auch sehr aktiv jetzt. Ja, ich hoffe, ihr habt den gestrigen Vortrag verstanden. Es war ganz bewusst auch eine gewisse sakrale Stimmung eingerichtet. Nur ist es eben so eine Sache, wenn Literatur so hin zumindest zur Lyrik geht, dann ist es manchmal nicht immer alles so verständlich, wenn man die Hintergründe nicht versteht. Da macht es häufig jedenfalls. Also ich habe wirklich in der vorletzten Nacht, wie ich es euch entgegenbringen wollte, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung gemacht, wie in mir selber schon eine Bosheit abgeschaltet wurde und auf einmal das Gute siegte. Das soll auch immer wieder meine Botschaft an euch sein, ihr Lieben. Alles Liebe, schlaft schön, bis bald.
Bis morgen.